bin halt durch die Landschaft spaziert und habe Motive gesucht und habe eher zufällig auch Kühe fotografiert. Ich versuche nicht, das Tier wie ein Objekt zu fotografieren, sondern ja, wie ein Subjekt, das auch auf mich reagiert wieder. Ne? Ja, irgendwann entstand dann diese Porträtsituation, die ich dann halt immer weiter gesucht habe. Die Tiefenschärfe wird reduziert auf die Augen und auf den Kopf. Also dass wirklich mehr so dieser Blick das Wichtigste ist, was im Bild stattfindet. Man sieht es nachher auf den Bildern, wenn sie ängstlich sind dann. Ja, so im Vergleich, also wenn ich die ganzen Bilder mal vergleiche, dann sehe ich schon, dass sie nervös sind oder gleich auf dem Sprung, wenn ich das erste Bild gemacht habe. Und manche, also eigentlich eher die älteren Kühe, also wo ich das Gefühl habe, die haben viel Erfahrung, die bleiben stehen. Und es ist immer ein toller Moment, wenn ich solche Tiere dann vor der Kamera habe, weil die sehen mich an und starren mich an und ich habe das Gefühl, ich werde von denen beobachtet und nicht, dass ich sie beobachte. Also ich fotografiere die Kühe analog. Ich empfinde die Digitalfotografie als, ja, es ist etwas sehr Technisches. Und im analogen Bereich habe ich doch mehr das Gefühl, ja, etwas Bleibendes zu produzieren. Und auch die Kühe irgendwie anders im Bild festzuhalten. Мене предимството на кравите е, че те не се обличат, а не слушат музика, а може би не правят и други неща, които правят хората еднакви. Ако почнат да пътуват и да преминават по-големи разстояния, да си сменят работата, може би и те ще започнат да си приличат и постепенно ще се изправим пред един вид и една порода крави. Das sieht man natürlich hier ganz hervorragend. Kulturelle Vielfalt. Vor dem ganzen Thema hat das natürlich eine ungeheure Aktualität. Also ich habe mehrere Male auch lachen müssen, als ich das gesehen habe, weil halt diese Porträtaufnahmen der Kühe, das ist schon, ja, hat was. Krawatte. За съжаление, за мен е млеко, сирене, кашкавал. Weiches Maul sind zwei Worte. große Augen sind auch zwei. Und damit habe ich ja eigentlich schon vier. Mu, mu, mu. Schönheit, Eigenwilligkeit, Genügsamkeit.